Ja, herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther zur E-Sportschau und ich habe meinen Co-Moderator dabei, den Dirty Harry. Ja Leute, hallo und herzlich willkommen und wir sind natürlich nicht einfach so hier, sondern wir haben natürlich ein paar Informationen für euch, die euch interessieren können, aber dazu sagt der Pink Panther jetzt mehr. Ja, es geht um die COD Hardcore Quick Turnier, das 8er Double K.O. 5 vs. 5, was am 26.8. gestartet ist um 20 Uhr und was auch sein Ende am 7.10. findet, also jetzt am Sonntag um 20 Uhr. Und das Ganze werden wir was, Harry? Na, wir werden das natürlich live für euch übertragen. Wir machen nämlich einen Livestream dazu für euch. Richtig. Dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung noch die entsprechenden Daten. Genauso findet ihr da ein TS, also eine TS-Adresse, wo ihr euch zusammen dann einfinden könnt. Da könnt ihr dann zusammen das Event sehen, das Finale sehen und könnt dann natürlich darüber euch unterhalten, austauschen. Ihr könnt euch da kennenlernen, andere Clans kennenlernen etc. Und das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, genauso wie die beiden HPs von den jeweiligen Teams und auch ein YouTube-Kanal von einem Team. Da könnt ihr ja gerne mal reinschauen und ja, euch mal einfach anschauen, was die da so produzieren. Ja, und ich denke mal, das wird eine ganz spannende Angelegenheit, weil die beiden Teams kennen sich ja eigentlich schon eine ganze Weile lang, haben schon sehr oft gegeneinander gespielt. Also sind keine Unbekannten, die kennen die taktischen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Da gewinnt mal der eine und der andere, sodass man eigentlich noch gar keine Prognose stellen kann, wer da letztendlich ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen wird. Ja, wir wollten uns ja auch mal ein Bild von den beiden Teams machen und haben sie mal eingeladen und das könnt ihr jetzt hören. So, wir haben jetzt die beiden Teams bei uns. Ich begrüße den Blaze, natürlich den Dirty Harry, den haben wir ja eben schon gehört, den Toni, den Joker und den Hannes. Ja, was erwartet ihr denn für das Finale? Wird es ein harter Kampf oder ist einer von euch der Meinung, dass ihr ein bisschen überlegen seid? Joker? Naja, es ist der typische Kampf MOD gegen PS. Wir geben uns ja auch in der Liga immer wieder gegenseitig gerne auf den Sack. Es ist, denke ich mal, ein relativ ausgeglichenes Spiel zwischen zwei Teams, die sich schon zeigen können. Und Hannes, was sagst du dazu? Ja, auch das Gleiche. Wir haben oft gegeneinander gespielt, oft hat diese Mannschaft gewonnen, oft auch diese. Ja, ist ausgeglichen. Okay. Habt ihr schon was zu eurer Teamaufstellung, Hannes? Ja, wir haben schon eine feste Aufstellung für Sonntag. Bei uns spielt mit Blaze, Marcelino, MFS1, Sonic und ich. Blaze, habt ihr einen Sniper dabei? Könnt ihr das sagen, oder? Nee, ich werde keine Sniper dabei haben. Okay. Und Toni, wie sieht's bei euch aus mit der Aufstellung? Kann ich das so noch nicht genau sagen, weil es noch nicht ganz klar ist, wer da ist und wer nicht. Joker, habt ihr einen Sniper dabei? Prinzipiell haben wir eigentlich immer was dabei, aber Sniper brauchen wir, denke ich mal, nicht unbedingt bei den Maps, die uns erwarten werden. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch und wir werden uns nach dem Match nochmal sprechen und werden dann über das, ja, das Match nochmal ein bisschen analysieren und dementsprechend uns mal darüber unterhalten. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin. Jo, tschö. Ciao, ciao. Servus. Jo, die haben sich ja ganz gut präsentiert und eingeschätzt. Also das scheinen schon Gegner zu sein, die sich ein bisschen länger kennen, Harry. Ja, natürlich. Und die nehmen die Sache auch wirklich ernst. Ist ja auch verständlich. Es geht ja auch um was. Jeder von den beiden will natürlich hier auch den Titel gewinnen. Ist ja ganz klar. Wäre bei uns genauso, wenn wir da mitmachen würden. Aber es kann nur einen geben. Und ich denke mal, beschnuppern wird es bei denen auch nicht geben. Die werden da gleich richtig voll zur Sache gehen. Ja, so wie sich das angehört hat, haben die schon öfters gegeneinander gespielt und da scheint es auch nicht gerade liebevoll zur Sache gegangen zu sein, sondern die haben sich da schon ganz gut bekriegt. Und von daher, die werden halt dementsprechend auch trainiert haben, sich darauf vorbereitet haben. Die ganzen Spiele, die sie bis jetzt schon gemacht haben, ne, das ist schon ein weiter Weg bis dahin. Und jetzt im Finale zu sein, das ist schon ganz schön aufregend. Das hat man auch eben mitbekommen. Die haben ganz genau darauf gehört, wie das Ganze funktioniert mit dem Streamen und wollten genau wissen, ob das irgendwie einen Nachteil für sie hat. Ne? Also es ist schon spannend. Ja,
durchaus verständlich. Aber ich sage, ich bin ja auch wirklich dann mal gespannt, was es für Einblicke für uns und auch für die Zuschauer dann nachher geben wird, wenn wir das Ganze aus den Kameraperspektiven der einzelnen Spieler dann übertragen können, wo man auch mal die Taktik verfolgen kann, wo man sehen kann, wie stehen die, was machen die, wie verhalten die sich. Ich denke mal, da kann der ein oder andere mit Sicherheit was dazulernen. Ja, richtig. Also es wird ja so sein, dass ich ein Team zuschaue. Das könnt ihr aber leider nicht sehen. Aber ihr könnt sehen, was der Harry sieht. Und wir beide kommentieren das natürlich. So könnt ihr euch aber ein Gesamtbild machen. Und nach jeder Halbzeit tauschen wir dann, so dass ihr beide Teams halt jeweils zweimal seht. Und dadurch, dass wir das ja, wie gesagt, beide kommentieren und beschreiben, ich beschreibe zum Beispiel dann, wo jeder Einzelne ist, und so könnt ihr euch ein Bild machen, wie der ganze Verlauf von dem War ist. Ja, und ihr braucht keine Angst zu haben. Das Ganze läuft natürlich ein ganz klein bisschen zeitversetzt, so dass, wenn die Partie im Prinzip beendet ist, im Real Life, sage ich mal, auf Deutsch gesagt, könnt ihr dann eigentlich erst die Partie sehen. Das heißt, dass keiner da irgendwo steuert eingreifen kann und sagen kann, ja, der sitzt jetzt da oder sitzt jetzt da. Das ist alles schön geregelt und das wird alles in trockene Tücher gepackt, dass da nicht irgendjemand übervorteilt wird. Denn auch diese Angst ist natürlich bei beiden Teams vorhanden. Ja. Es wird definitiv eine Verzögerung von mindestens 2-3 Minuten geben. Von daher lohnt es sich nicht, bei den Jungs anzurufen. Das würde die ja dann auch eher stören. Also lasst das. Das bringt einfach nichts. Ihr seht da ein bisschen die Vergangenheit, was aber wie gesagt nur 2-3 Minuten sind. Von daher ist es schon ein Livestream. Aber wir müssen das einhalten, wie gesagt, wie der Harry schon gesagt hat, damit die anderen keinen Vorteil haben, damit man denen nicht irgendwelche Tipps geben kann, ja, da und da liegt einer. Deswegen ist das halt dementsprechend ein bisschen zeitverzögert. Ich bin auf alle Fälle auf Ausgang gespannt, weil ich sag dir ganz ehrlich, für meinen Part könnte ich jetzt keinen von beiden favorisieren. Das wird eine ganz knappe Kiste. Ja, richtig. Das Ganze könnt ihr natürlich auch dann auf unseren YouTube-Kanälen sehen, besonders halt auch auf den eSport Games YouTube-Kanal. Da wird das Ganze nochmal als Aufzeichnung zu sehen sein, das komplette Spiel. Und wir werden auch am Ende von dem Ganzen nochmal mit den Teams sprechen, also mit jeweils zwei von den Spielern. Die werden wir uns dann in den Channel holen und dann werden wir mit denen nochmal über das Spiel sprechen. Ja, und ich hoffe nicht, dass da dann zu viel Emotionen in dem Gespräch rauskommen, je nachdem, wie es da gerade gelaufen ist. Aber zur Not haben wir ja immer noch die Möglichkeit, den Teamspeak zu muten. Richtig, genau, so sieht's aus. Aber ich denke mal, das sind sportliche Jungs und wenn derjenige, der halt verliert, der wird dann dem anderen das schon gönnen. Ja, da möchte ich mich noch bei unseren Sponsoren bedanken, Finice. Die haben uns kurzfristig noch was zur Verfügung gestellt und werden unsere Gewinner ausstatten. Was sagst du dazu, Harry? Ja, ich finde das eine klasse Sache, gerade weil es hier um sehr hochwertige Smartphone-Taschen geht, wie ihr das ja hier sehen könnt. Die haben innen eine Klebefläche, die ist immer wieder abwaschbar und hinterlässt auf eurem wertvollen guten Stück keine Kleberückstände. Ja, Verlinkung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich sag herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, euer Pink Panther. Ciao, euer Dirty Harry. Wir sind raus.